Wie kann ich denn da ein Haus bauen? Ein Gebäude? Gar nicht. Roggen, Weizen, Roggen. Nein, das muss doch irgendwie gehen. Das wollen kann nicht sein. Wollen wir Weizen oder Roggen? Ah, stimmt, du hast ja mir gesagt, mit einem Weg geht das. Ja. Till, was war... Ich glaube, wir nehmen Weizen, ne? Jo. Okay, jemand direkt meckert schon wieder, dass er keine Axt mehr hat. Ah, oh, wir müssen Äxte bauen. Zeig mir deine Ware. Weizen, Weizen. Du hast doch Weizen, oder? Wie Weizen. Weizen. Pff. Halsabschneider. So, und jetzt Dünger. Kuh hast und E, Dünger? Okay. Dünger. So, 14 Dünger gekauft. Leb wohl. Also, wo hat es denn hier jemand, der uns vielleicht eine Ausrüstung... Zeig mir deine Ware. Ich brauche keine Waffe, ich brauche etwas um... Ah, bei der Tante kann man Wurfsteine... Okay, ich baue noch eine, ne? So ein Holzschuppen. Wird an der Schmiede hergestellt. Ach so, ein Wurfstein stellt man bei der Schmiede her. Also, das klingt mir total irgendwie ganz komisch. Aber hey, so ist es nun mal, ne? Also, wir brauchen... Um uns vor der Kälte zu schützen. Um uns vor der Kälte zu schützen, brauchen wir einfach 1200 Münzen. Wie jetzt das? Pro Person. Ja, für gesteppte Weste. So. Kappe. Eine Kappe würde uns 4% Kälteschutz geben. Die kostet 210. Pelz. Der Holzschuppen ist fertig. Holzschuppen ist fertig. Ich pack sie gleich dahin, Miroslava. Aber jetzt, ich komm zurück und werde dann gleich ein paar Äxte bauen, weil die reklamieren, dass sie keine Äxte haben. Ware herzustellen, um Bäume zu fällen. So. Komm zurück, Till. Können sie einfach selber... Wir müssen die Schmiede bauen, da würde dann jemand Werkzeuge herstellen. Dafür muss er aber einen Hammer haben, Werkzeuge herstellen zu können. Ja, es ist am Anfang ist es wirklich hart. Am Anfang ist ja alles total. Bis es mal läuft. Muss dich aufwärmen, ja, Brudi. Come on. Also, wir brauchen insgesamt 500 Münzen. Das heißt, mach dich mal... Wo sieht man das schon wieder, die Münzen? I. Ich bin im Inventar. Ja, und dann steht bei ganz unten links steht die Münzen. Hä? Da links unten, wo das Gewicht auch steht. Da links davon. Ich bin verwirrt. Ach so, da! Wie viel hast du? Okay. Ganz viel, 24 Stück. Wow. Ich habe was gekauft, stimmt. Ich habe ja was gekauft für, keine Ahnung wie viel. Für die Siedlung, ja. Das Problem ist, ja, uns geht die Zeit weg. Es geht die Zeit weg. Ah, unsere Achen auch. Also, wir machen folgendes. Warte mal, was braucht man, um eine Axt herzustellen? Stocks und Steine. Okay, das ergibt noch irgendwie Sinn. Übrigens, ich habe 33 verdorbene Sachen. Oh, perfekt.
Dann baue jetzt als nächstes die Scheune, weil dann können wir aus dem verdorbenes Dünger machen. Das ist immerhin wenigstens sinnvoll in dem Spiel, dass ein Kreislauf des Lebens gibt beim Ökosystem. Scheißen. Timber hat jetzt geschrien, okay. Und hast du noch Beeren oder so? Mhm. Weil es gibt einen Komposter. Wenn wir zum Beispiel im Sommer ganz viele Beeren sammeln, das habe ich früher immer gemacht, ich habe im Sommer immer alle Beeren gesammelt, in den Komposter geschmissen und dann hatte ich so viel verdorbenes Zeugs, dass ich daraus Dünger gemacht habe. Das kann natürlich sein, dass ich das ins Lager geschmissen habe. Ja, perfekt. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ne? Schon gut. Ich versuche gerade, dass hier die Leute arbeiten. Weißt du, eigentlich geht's unsere Dorfbewohner sind schon ziemlich verwöhnt. Ja, am Haus, oder? Das ist das Problem. Nicht das. Also wir brauchen 150 Brennholz pro Tag. Was? Also 150 Brennmaterialien. Wenn die kein Brennholz haben, dann nehmen die Stocke und Holz. Dann mal alles aus dem Lager raus. Nicht das ist das Problem. Nee, Brennholz haben wir. Holzstämme füllen sich auch langsam. Das ist sehr gut. Die Holzteller kann ich auch hier reinpacken. Fleisch mit Soße. Ja. Was soll ich machen? Das Ding ist da oben. Die Scheune, genau. Damit wir dann die Landwirtschaft für nächstes Jahr, damit wir richtig heftig durchstarten können. Felddünger. Hey, toll. Hätte ich auch gleich die Holzschirme mitnehmen können. Bin auch ganz kluger Mann. Warum habe ich so wenig Leben, sag mal? Ja, das ist, wenn du Hunger oder Durst hast oder dir kalt. Ah nee, wenn dir kalt wird, dann verlierst du Leben. Genau, das ist das Ding. Neues Level Landwirtschaft. Jetzt können wir. Ah, noch gar nichts machen. So. Ich habe einfach nur ein neues Level freigeschaltet. Okay. Ey, willst du mich verarschen? So, wie viel Gewicht haben wir hier denn? So. Und wie viel hast du jetzt gesoffen hier? Gewicht 20. Naja, okay. Also, ich hoffe, jetzt können wir jetzt alle arbeiten hier, mein Gott. Steinaxt. Ich sammle ganz viele Steine und Stocks. Stocke haben wir 138, aber ja, es ist wahrscheinlich zu wenig. Aha, wir haben Stocks. Ja. Halte dich bereit für Fackeln. Aber ich kann mal so sagen, Stöcke sind Mangelware. Kaninchenfalle, perfekt. Ja, zugeschnappt. Hier, die einfache Fackel. Was ist jetzt? Mann, ey. Oje. Wieso kann ich die nicht in die Hände nehmen? Wieso kann ich nicht auf den Shortcut legen? F musst du einfach drücken. Fackeln. So, alle Zweige einsammeln, schön da.
Stock und Holzstamm. Okay. So, läuft. Warte mal, ich muss mal ein bisschen die Musik lauter. Ich muss wieder fordern oder was? Oh, ich habe jetzt nichts mehr zu essen. Das ist nicht so gut. Aber wir haben noch ein bisschen Essen. Ja, ich gehe mal kurz gucken. Fleisch, aber ist wahrscheinlich roh, ne? Ja, rohes Fleisch. Soll ich das dann gleich verarbeiten? Ja, weil hier ist gebratenes Fleisch, ist schon ein bisschen was drin, aber... Wo möchtest du die Küche haben? Soll ich eine Küche bauen? Du grundsätzlich, ja. Ist klein, guck. Bist du? Ich bin zwar Leben 8,3. So, guck, soll ich sie hier hinbauen? Siehst du die? Ja. So? Ja, passt doch, oder? Wie heile ich eigentlich? So doofe Frage, ne? Essen ist bei 99,3 und Saufen bei 85. Breitenwegrig. Ansonsten kannst du nicht heilen. Oder warten, bis die nächste Jahreszeit kommt. Dann ist wieder alles 100%. Ergibt Sinn, ne? Okay, ich habe breitwegrig gefuttert bis zum geht nicht mehr. Perfekt. Das gibt 20 Kilo. Aktualisiert er nicht ganz, ne? Was denn? Das Gewicht aktualisiert das Spiel nicht 1:1. Wegen dem war ich kurz ein bisschen verwirrt. Es dauert immer ein bisschen. So. Okay. So, also warte mal. Du hast gesagt, wir haben ganz viel rohes Fleisch. Ich glaube es, ja. Haben wir einen Jäger oder sowas in der Art? Ja. Ah, 24 rohes Fleisch und 86 Kohl. Warte mal, wie ging das jetzt nochmal mit der Kohlsuppe? Ja, ich habe das Gefühl, so eine Suppen, Scheune frisst. Ich habe das Gefühl, dass eine Scheune recht viel Ressourcen frisst. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt 3/4 des Ganzen ist aber nur leer. Nein, nein. Da kommt ganz viel zusammen. Weißt du was? Ich gehe den Kohl nachher verkaufen. Kannst du nachher mitkommen beim nächsten Tag? Dann nehmen wir den ganzen Kohl mit. Okay. Und gehen den verkaufen, damit wir ein bisschen Münze haben, damit wir schon mal was kaufen können für die kalte Jahreszeit. Es geht ja darum, sonst rennen wir die ganze Zeit im Winter mit Fackeln rum. Ich stelle jetzt mal gebratenes Fleisch her. Super. Es wird langsam Nacht, ne? Ja, können wir gleich pennen. Es dauert nur noch, was sind das, 16 Fleisch dauert es nur noch. Ah, passt schon. Das heißt, in circa einer Minute ist er fertig. Schon. Ja, ein Fleisch dauert 3 Sekunden. Na gut, macht doch Sinn, ne? Ja, ich brate mein Minutensteak auch in 3 Sekunden. Das wäre genial, weißt du, wenn man so kochen könnte in the real life, ey. Ich glaube, ich würde nur noch kochen. Also nicht immer, aber das wäre doch genial. Also ich mag kochen. Und du? Wenn man Zeit hat, auf jeden Fall. Das ist ja das der Hauptgrund. Also das ist ja der Hauptfaktor. Man braucht Zeit dafür. Aber ich koche gerne. Ich probiere auch gerne neue Sachen. Was hat das für einen Sinn? In der Nacht ist man nicht kalt. Hä? Vielleicht ist das der Föhn. Also, wir können schlafen.